Hallo, liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels. Ich bin der Egon Zorn und faile hier total bei dem Versuch, Civilization 5 auf Gottheit zu schlagen. Wir müssen unseren Bauarbeiter hier leider wegziehen. Und kümmern uns jetzt mit gemeinsamen Kräften um diesen Speerkämpfer, der auf unseren Gebirgsfeldern steht und dort nächste Runde schon plündern will. Ich sehe es kommen. Dann hoffe ich, dass er ihm den Rest gibt, auch wenn das heißt, dass er nächste Runde von diesem Streitwagenbogenschützen wahrscheinlich platt gemacht werden kann. Aber wenigstens haben wir unser Land verteidigt. Er ist ja kämpfig begegnet. Sehr gut. Wir haben nicht das Geld, noch neue Einheiten zu kaufen, müssen deswegen 6 Runden warten. Hier wird ein Monument gebaut, aber Shanghai wächst ja nächste Runde. Und tatsächlich werden wir hier angegriffen. Zack, zack. Tot, tot. Aber dafür verlieren die hier 30 Health Points pro Runde. Trefferpunkte. Denn sie sind so blöd und übernachten neben der Zitadelle. Also sie beenden die Runde neben der Zitadelle. Genau. Wenn ich sage übernachte, meine ich die Runde dort beenden. Meine Mama ist ja irgendwie total unbedarft, was Computer angeht. Sie hat, also meine Eltern haben zu Hause keinen Computer und jetzt hat meine Mutter einen Laptop geschenkt bekommen. Und wenn ich dann mit ihr telefoniere und sage, was sie machen soll und ich sage dann, klicke auf Start, dann muss ich erst noch sagen, fahre mit der Maus auf das Feld Start und drücke dann die linke Taste. Und sie fragt immer die linke und ich sage immer, ja, die linke. Mit der rechten, soweit sind wir noch nicht. Mit der rechten Maustaste machen wir noch nichts. Ah ja, okay. Und jetzt klicke bitte auf Systemsteuerung. Ja, nee, das ist weg. Ja, bist du auch mit der Maus über Systemsteuerung? Ah, nee, Moment. Okay, und jetzt die linke Taste? Ja, die linke Taste, Mama. Mit der rechten Taste, soweit sind wir noch nicht. Ah, sehr lustig. Ich mag meinen Mann. Okay, hier sieht es zwar übel aus, aber wir haben hier ja jede Menge Möglichkeiten, Einheiten umzubringen. Und das machen wir auch nach und nach. Und damit... Oh, das hätte aber auch so funktionieren können. Naja. Nächste Runde... Ja, solange es nur Fernkampfeinheiten sind, er stirbt eh. Ja, passt doch alles. Dann greifen wir die angeschlagenen Einheiten natürlich an. Und aktualisieren ihn hoffentlich auch bald zum Kompositbogenschützen. Während die Russen schon ihre vierte Stadt baut. Ihre vierte Stadt bauen. Du entkommst uns nicht, junger Mann. Oh, wir haben den nächsten russischen General. Sehr schön. Ah ja, nächste Runde ist auch schon der Speerkämpfer fertig. Und dann haben wir wieder eine schlagkräftige Armee. Ein Bogenschützen, ein Speerkämpfer und einen großen General. Was braucht's mehr, um so läppische Einheiten wie dieses Katapult hier abzuwehren? Bam, minus 38. So, wir könnten ja noch eine Zitadelle bauen, aber diesmal behalten wir den großen General. Und zwar hätten wir gerne noch einen Bogenschützen. Nee, lieber noch einen Speerkämpfer. Ja. Ich wüsste nicht, wie wir das sonst irgendwie angreifen. Jetzt haben sie auch noch die große Mauer gebaut. Oh, in einem fernen Land? Russland ist es nicht so fern. Naja. Soll man zum Gegenangriff blasen? Nein, natürlich nicht, denn da hätten wir keine Chance. Hier stehst du, glaube ich, gut und hier auch und du folgst ihm. Ja, so sehen wir wenigstens sofort, wenn Gefahr droht. Hier bewegen wir uns ganz selbstverständlich an den Grenzen unseres Feindes entlang. Plündern vielleicht sogar. Ja, warum eigentlich nicht? Oh, Elfenbein und dann noch die Trüffel. Das wird ein Festtag. Ja, lass uns plündern. Hast du jetzt alle deine... Ach so, wegen der großen Mauer. Eine Runde zu spät geplündert. Naja. Ja, nimm den doch mit. Da ist ja eine geschenkte Einheit. Außer sie überlebt halt mit irgendwie einem Health Point. Naja, egal. Nächste Runde.
Ihn werden wir, glaube ich, leider verlieren. Wobei er nicht von Städten angegriffen werden kann und damit wirklich die Chance hätte, diese Runde zu überleben und in der nächsten Runde zu plündern. Ich habe gehört, dass Plündern die Einheiten jetzt heilt. Schauen wir mal. 34 Trefferpunkte. Und wenn wir plündern, haben wir tatsächlich 59 Trefferpunkte. Plus 25. Gut zu wissen. Das merken wir uns. Ich hätte eigentlich abhauen sollen, anstatt angreifen. Naja. Und wie kommt es, dass er hier... Ist es überhaupt dasselbe? Wieder bei voller Gesundheit ist? Naja. Wir schöpfen den aus dem vollen Bonus. Topf. Und schaffen es wieder nicht, die Einheit zu zerstören. Nun gut. Das heißt, er haut wieder ab. Nee, er nimmt diese Vorteilung. Aber hey, wir haben ihn dazu gezwungen, seine Beförderung unsinnigerweise zu verbrauchen. Und weg ist er. Was? Einheit wurde getötet? Ah ja, die Einheit. Ja, ist ja nicht schlimm. Politik einführe. Nehmen wir die Garnisonsstädte. Militärtradition. Nein, ich würde sagen, die Unabhängigkeit, um dann doch ein bisschen wenigstens wachsen zu können. Okay, dann gehen wir hier wieder in den Dschungel, nehmen auch die dementsprechende Beförderung. Warten hier ab und fragen mal bei den Russen nach, ob sie nicht schon kriegsmüde sind. Frieden verhandeln, vorschlagen. Völlig inakzeptabel. Shanghai werden wir nicht abgeben, denn Shanghai ist gar nicht in Gefahr. Aber die Russen wissen genau oder denken, sie sind weit vorne. Ich weiß nicht, wie sie draufkommen. Ich meine, es ist aber ganz klar, dass wir hier die dominierende Weltmacht sind mit unseren 135 Punkten. Und die Russen sind leicht vorne mit 509, aber... also bitte. Nee, wenn du schon fortifierst, dann lieber in den eigenen Reihen. Ja, und du kommst auch zurück in die Stadt. Das passt. Wo wurde ein Barbarenlager entdeckt? Da? Ah ja, dann dürfte hier aber keins mehr sein. Sonst würde ich zwei Fehler nebendran einspawnen. Mir fortifieren hier und bekommen jede Menge Gesundheitspunkte pro Runde. Trefferpunkte, wie es schon heißt. Wir haben die Technologie entwickelt, um Kompositbogenschützen zu bauen. Das machen wir auch sofort. Also wir aktualisieren sie. Dann würde ich doch sagen, dass wir mit der Reiterei in naher Zukunft richtig liegen, wenn wir denn dann die Pferde beackern. Der Großgeneral bleibt in der Stadt. Denn dort hat er einen schönen Überblick über alles andere. Der Kompositbogenschütze schließt sich der Stadtverteidigung an. Und solange uns die Hunden jetzt hier nicht den Krieg erklären, haben wir wirklich mal ein bisschen Zeit, uns hier breit zu machen. Sperrkämpfer geht hierhin, um dort eventuelles Ungemach abzuwehren. Wir verteidigen uns hier sofort gegen den Sperrkämpfer, der anscheinend alleine kommt und damit schon verloren hat. Sollen wir den Papiermacher bauen? Wir bauen den Papiermacher, denn wir brauchen Gold. Gold ist immer gut. Shanghai baut einen Kompositbogenschützen und wir haben ganz viel Zufriedenheit. Das bedeutet, wir können tatsächlich eins unserer Luxusgüter verkaufen, zum Beispiel das Elfenbein, für 240. Denn mit dem Gold kaufen wir mehr Militäreinheiten. Wenn es denn dann soweit ist. Wir könnten sogar noch eins verkaufen und haben dann viel Geld. Das machen wir auch, oder? 280, Wir warten mal noch und machen das dann im Notfall. Der jetzt gleich eintritt, so wie es aussieht. Okay. Okay, hier, Shanghai, ich weiß nicht, was der Sperrkämpfer hier alleine vorhat, aber das habe ich noch nicht erlebt, dass da einer eine Stadt alleine einnimmt. Dann haben wir hier die Möglichkeit, uns eins zurückzuziehen. Ja, das ist, glaube ich, das Richtige. Der Bautrupp kümmert sich jetzt endlich mal um die Pferde. Jetzt kommt sogar von der Flanke. Ah ja gut, sie haben ja uns da ja auch stadttechnisch umzingelt. Und zwar mit Reitern. Aber das Gute ist, dass wir ja Reiter abgedeckt haben mit unseren Sperrkämpfern. Das bedeutet, wir werden diesen Krieger erst zerstören. Wobei er der Einzige ist, der ja hier an der Zitadelle rumsteht. Nun gut.
Dann ist das hier ein Sumpf? Nee, da ist Grasland. Aber, pass auf. Plus 20% Flankierung, plus 15% Verteidigung offenes Gelände. Wieso bekommen Pferde Reiter plötzlich Verteidigungsboni? Nee, geh hier hin. Wie sieht's bei dir aus? Wieso sind die so stark? Das gibt's doch nicht. Eure Stärke 23, ihre Stärke 15. 40 zu 22, das ist aber auch... Nee, wir warten. Herrgott zerkrabbelt. Sonst sie doch angreifen, das ist doch... Oh. Machen sie aber eh nicht. Außer sie gehen jetzt komplett auf die Stadt. Aber dann reiben sie sich wenigstens auf und dann ist es für uns ein leichtes, sie da anzugreifen. Und sie greifen tatsächlich die Einheit an, die sie nicht angreifen sollten. Und beenden ihre Runde im Sumpf. Das ist sehr gut, denn das bedeutet, wir können hier wahrscheinlich allein mit unseren Fernkampfeinheiten den ersten Reiter zerstören. Okay. Shanghai zermürbt weiter diesen Speerkämpfer. Und die Frage ist jetzt, was machen wir mit euch beiden? Ihr könnt von den dreien angegriffen werden. Das wollen wir nicht. Aber das Weideland ist nur in einer Runde fertig. Okay. Ob das die richtige Entscheidung war. Hier bist du nur von zweien angreifbar und hast einen riesen Verteidigungsbonus durch den Dschungel. Außerdem kommen da noch die Boni von Flankieren und den großen General dazu. Das passt. Minus 17, minus 21. Wenn wir das überleben. Ja, mit einer einzigen Einheit. Aber überlebt ist überlebt. Ja, auch. Das ist nicht schön, aber nun gut. Wo sind denn jetzt all die, die Reiter hin, die wir da fast zerstört haben? Naja. Okay, ich glaube, das Beste wird sein, wenn wir... Nee, wenn wir ihn hier umbringen, sind wir nächste Runde selbst so. Dann werden wir von den beiden angegriffen und dann von den beiden, das wollen wir nicht. Wir wollen einen Verteidigungsbonus hier haben. Wir können nicht in die Stadt flüchten mit dir. Das ist schade. Das bedeutet nämlich, dass du so gut wie tot bist. Wieso? Eben hier hieß es doch noch, es dauert nur eine Runde. Und jetzt dauert es zwei Runden. Das ist auf nichts ist mehr Verlass, ey. Okay, du bist ja der Einzige, der mir... Ah, nee, du bist noch angreifbar, aber... Naja, wollen wir nicht. So. Oh, und wenn wir dich zerstört haben mit ihm hier, dann können wir mit dir nämlich zurück in die Stadt oder zumindest in die Zitadelle. Aber es gibt kein Feld, in dem du sicher wärst. Denn die Stadt ist schon besetzt durch den Kompositbogenschützen. Naja, nimm wenigstens noch die Verteidigung mit und du auch kommst hier mit hin, denn du kannst nur von dem Bogenschützen angegriffen werden. Das wirst du auch. Ist kein Problem. Eieieiei. Und jetzt, na gut, wenigstens beschießen sie nicht unsere Stadt. Das so gut ist, weiß ich aber auch nicht. Wir kümmern uns um ihn oder ihn. Er ist mehr angegriffen. Versuchen wieder unseren Bogenschützen. Ach ja, genau. Jetzt haben wir ja den Fall, dass wir uns einen Speerkämpfer kaufen können. Und verkaufen unser zweites Luxusgut, bevor das den Russen in die Hände fällt. Und zwar sind das die Gewürze. Aber die haben gar nicht genug Geld. Hat Ramses genug Geld? Ramses hat auch kein Geld. Na gut, aber wir müssen ja lieber jetzt was kaufen, bevor es vorbei, bevor es zu spät ist. 5 Gold pro Runde, dann machen wir 4 Gold pro Runde. Da hat er sogar noch ein Schnäppchen gemacht. Okay.
Okay, nächste Runde. Minus 62. Boah, jetzt haben wir ein Problem. Wir haben zwar die Reiterei entdeckt, aber kurzfristig werden die uns nicht davor beschützen, diesen Krieg zu gewinnen. Ja. Aber sie halten sich von der Zitadelle fern. Das ist doch schon mal was. Forschung wählen. Wenn wir schon untergehen da mit Stil, mit Drama und Dichtung, finde es ein schönes Bild. Also stell es mir schön vor, dass wenn die Stadt eingenommen wird und brennt und die Russen davor stehen, das dann praktisch. Aber es sind wieder nur Fernkampfeinheiten. Haha, mit was wollt ihr die Stadt einnehmen? Ihr törichten Tore. Wie hoffen wir, das können sie da so lange drauf rum ballern, wie sie wollen. Sieht so aus, als ob ich da im Vorteil wäre. Ja. Hahaha. Okay, der Reiter könnte von hier nach da. Das werden wir aber zu verhindern wissen. Hoffe ich doch. Nächste Runde. Nee, jetzt steht er vor dem Stadttor und wird auch über den Fluss angreifen. Wobei er ja ganz schlecht ist gegen Stadt. Nee, so schlecht dann auch wieder nicht. Naja. Nun gut. Dann ist dieser Versuch auch gescheitert. Wir haben es da vorhin schon mehr oder weniger fast geahnt. Nun denn, die Frage ist auch, ob das hier auf dieser Map, selbst wenn, mal angenommen, wir würden die Russen tatsächlich besiegen können in einem Husarenstück. Husarenstück? Dann müssten wir nach Theben rüber. Und Theben ist hier durch diese Gebirgskette sowas von geschützt und weit weg und hat jetzt schon 28 und eine Religion gegründet. Dann müssen wir Attilas Hof und die Hunden sind ja bekannt dafür. Wobei Attila eigentlich relativ schwach ist. Aber wenn wir uns Attilas Hof genauer anschauen, dann ist er nur von zwei oder drei Feldern aus angreifbar. Die sind dann aber auch so schwer zugänglich, dass auf dem Weg dorthin wir so viel einstecken müssten. Und die Stadtverteidigung ist auf Gott halt wirklich unglaublich gut. Das bedeutet, selbst die schwächste Zivilisation bekommen wir hier nicht geschlagen auf dieser Map. Ich würde sagen, hiermit erkläre ich dieses Experiment als offiziell gescheitert und werde mich im nächsten Let's Play dann mit einer anderen Zivilisation probieren. Auf einer anderen Map, auch wieder winzig, wir möchten kleine Schritte machen und ja, hoffen mal, dass das dann besser läuft. Trotzdem danke fürs Zuschauen. Ich freue mich darauf, euch das nächste Mal begrüßen zu dürfen. Falls ihr es schaffen solltet, das Spiel hier auf Gottheit auf dieser Map zu schlagen, schickt mir das Safe Game oder schreibt in die Kommentare, wie eure Erfahrungen sind. Mr. Vinci hat das ja schon gemacht. Vielen Dank dafür. Und ja, viel Spaß beim Nachspielen und bis zum nächsten Mal. Ciao.